Hallo und willkommen zu Solid Snake. Mein Name ist Felix und ich spiele heute wieder als Devil. Ja, und ich spiele einen der, na gut, für mich zumindest sehr neuen Devils. Und zwar den Schauspieler, der im Grunde die Fähigkeit hat, dass ich hier so einen Range-Angriff machen kann. Also so einen Angriff auf Strecke. Und mit diesem Und damit kann ich schön die Gambler verletzen. Und wenn ich treffe, gehe ich dafür in einen anderen Modus. Und zwar bin ich in diesem Modus, wenn ich das richtig verstanden habe, für die Gambler unsichtbar. Okay, dort hinten arbeitet auch jemand. In diesem Modus bin ich für die Gambler unsichtbar. Aber sie hören natürlich immer noch meinen Herzschlagradius. Vielleicht täusche ich mich aber auch, so wie der gewartet hat. Vielleicht bin ich doch nicht so unsichtbar, wie ich dachte. Okay, dort unten wartet wieder jemand. Beziehungsweise, Quatsch, wartet nicht, aktiviert wieder Karten. Dort haben wir die andere. Die hört... Einmal habe ich dich. So, jetzt wechsle ich automatisch durch den Schlag wieder in den anderen Modus. Und dort wird geheilt, die Schweine. Ups, da gibt's eins. So, okay, und die laufen jetzt alle weg. Wie aufgeschreckte Hühnchen. So, wir haben dort eine Verletzte und wir haben den hier. Der hier versucht, die noch hochzuheilen. Oh, einmal habe ich dich. Schade. Oh, das war knapp. Okay. Der arbeitet oben auch. Und reagiert nicht. Oh, das war super knapp. Okay. Die können gut ausweichen, alle Achtung. Also was heißt gut ausweichen, ne? Das Ausweichen ist halt einfach nur eine Taste drücken. Aber es halt im richtigen Timing so gut hinzubekommen, nicht schlecht, Überlebende. Beziehungsweise Gambler, ne? Nicht schlecht. Oh. Schade. Okay. Die hab ich. Okay. Na gut, man muss halt nur wissen, wen man treffen will. Ah, okay, da kann ich nicht drüber schlagen. Oder kann ich drüber schlagen? Nein, kann ich nicht. Vor allem, wieso warten hier alle? Ich denke, was ich jetzt machen sollte, ist, ich gehe jetzt mal hier hin. Ich habe so einen Perk dabei, dass der Schrein komische Geräusche macht. Ja, das meine ich, sie sieht mich halt nicht, ne? Und durch den Schrein hat sie ja diese komischen Geräusche gehört. Deshalb war sie total verwirrt und konnte jetzt hier nicht so schnell reagieren, wie sie das eigentlich gemusst hätte. Da hat jemand am Schrein wieder verhauen. Und zwar die. Schade. Okay. Hab ich dich? Perfekt. Die ist auch gleich tot. So. So, jetzt hab ich dich. Zack. Stab durch und Butz und Butz. Und nochmal. Na komm. So. Und jetzt hole ich mir eine Maske. Und eine Glocke. Gehen wir nach dort hinten, denn dort ist jetzt anscheinend großes Heiltreffen. Einmal. Und jetzt die Glocke. So. Ach, siehst du, die hatten wir gerade eben, ne? Naja, gut. Die hat geteabaggt und geklatscht. So, er weiß auch noch nicht so richtig, von wo ich komme. Einmal. Das ist so genial. Die Unsichtbar. Also ich glaube zumindest, dass das so, dass die Kraft so funktioniert. Schade. Ich gehe mal dahin. Habe ich dich? Ich glaube, der ist auch tot. Nee, die andere ist tot. Ah, gut, die habe ich ein bisschen weggetunnelt, aber naja. Oh, okay. Er sieht mich ja nicht.
Butze. Okay, schönes Ding. So, du stirbst jetzt. Zack. Das ist echt fies, dass sie mich nicht sehen und dass ich da noch den Stab werfen kann. Also, ich glaube zumindest, dass die Kraft so funktioniert, weil ich meine, sonst wären sie ja weggelaufen, oder? So, und da liegt der und der stirbt jetzt auch. So, schönes Ding. So, das war mal die erste Runde, sozusagen die erste Runde für euch. Ich habe schon 2, 3 gespielt mit dem Schauspieler. Ja, die Gambler mussten leider alle dran glauben. Punkte gab es auch ordentlich. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die Level von denen. Anfänger. Also gut, was heißt Anfänger, ne? Niedriges Level. Okay, die beiden, die haben gewusst, was sie gemacht haben. Also was heißt, keine Ahnung, ob das erfahrene Spieler waren oder nicht, weißt du? Weil du kannst ja einen Charakter auf Level 21 spielen mit einem neuen Anfang, der ist dann wieder Level 3. Schwierig zu sagen, ob die jetzt wirklich Anfänger waren. Allerdings waren sie perktechnisch, das kann man sagen, nicht so gewappnet wie diese beiden. Und naja, gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.